Hallo, herzlich willkommen zu Betty Stricks kleine Strickpodcast oder Stricktagebuch. Hallo, ja, das ist meine 12. Folge. Ja, schon. Oh, ja, das freut mich. Gott, jetzt geil, erwarte wieder hier zu sein. Bei mir ist einiges fertig geworden. Ja, ganz kurz, eben vorweg, das ist eine Dauerwerbesendung. Ich werde nicht gesponsert. Ich habe alles selber gekauft und ja. Ich zeige euch Dinge, ich könnte euch verleiten, sagen wir mal so, aber naja, es ist ja euch alles selber überlassen, was ihr macht. Ist ja nicht jeder so, wo so wie ich, immer, wenn er was Neues sieht, denkt, muss ich das haben? Ja, ich brauche das. Nein, nee, so schlimm ist es jetzt nicht mehr. Es war schon viel schlimmer bei mir. Also da, gerade was Anleitungen angeht oder so, da war ich schon mal eine ganz Verrückte. Ich habe Anleitungen, mein Gott, ja, das bis weit über meine Rente. Weit über meine Rente bin ich eigentlich versorgt. Aber es kommt halt auch immer wieder so Schönes, Neues und ja. Da ist man doch immer wieder begeistert. Ja, na, also, dann legen wir doch mal los, sonst wird es hier viel zu lang, glaube ich. Machen wir mal weiter mit, oder warten weiter, machen wir mal, fangen wir an mit meine fertigen Projekte oder Objekte. Ihr seht schon, also heute bin ich nervös, komisch. Die erste paar Mal war das nicht so schlimm, aber heute bin ich nervös. Ich weiß auch nicht, was los ist. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, Crop Top. Das ist für meine Schwiegertochter. Und ich habe gedacht, ich häkel mir ihr mal eins, habe es ihr gezeigt und sie war natürlich voll begeistert. Sie ist auch so eine Flippige. Und dann habe ich ja auch noch ein zweites Flippige und die hat, oder besser gesagt, mein Sohn hat das gesehen und hat gemeint, ja, du hast aber nochmal eine Schwiegertochter und okay, demnächst kommt nochmal eins. Ich freue mich aber drauf. Das freut mich, dass sie das auch wertschätzt und dass sie das möget, was ich mache. Ja, also das ist eigentlich Freischnauze. Für das Brustteil habe ich hier auf YouTube eine tolle Anleitung gefunden, wo eigentlich nur zeigt für das Brustteil, also in verschiedene Größe zeigt sie es. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Und das ist jetzt A, Coupe A. Und Umfang ist 80. Und ja, also es ist wirklich so einfach zu machen. Aber ist doch ein Hingucker. Also ich finde es richtig toll. Wenn ich nur könnte, würde ich das auch nur anziehen. Das habe ich früher ja. Früher hat man ja so diese Dreiecke gehabt. Wisst ihr das noch, wo man so gehäkelt hat? In ganz verschiedene bunte Farben. In den 70er Jahren war das noch. Also das war ja auch so toll. Da habe ich auch so ein Teil gehabt. Ich weiß nicht mal, ob es gehäkelt war oder gestrickt. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall. Nein, ich ziehe es nicht mehr an. Ja, man häkelt zuerst die Brust und dann setzt man das an, der untere Teil, und das wird dann hinter,
wird es dann mit Schnüre wird's verbunden. Ich habe es jetzt wenig angesteckt, weil das runterrutscht hier auf der Puppe. Die hat natürlich eine andere Figur. Ja, was gibt es da noch zum sagen? Eigentlich nicht viel. Oben wird es auch mit Bändel befestigt. Da habe ich ein paar Perlen hingemacht, dass sie wenig besser hängen. Da habe ich Quaste hingemacht. Ja, dann wird das Ganze nochmal umhäkelt. Und es ist eigentlich an einem Mittag ist das erledigt. Das ist also richtig toll. Also ich werde jetzt ihr nochmal eins machen in schwarz und die andere Schwiegertochter auch eins in schwarz. Klar, es ist einfach edel in der Farbe und man kann es auch mal unter einer Bluse anziehen. Ich meine, die Mädels, die ziehen das so an, das können die nur mit ihrer Figürle. Ja, die haben beide so tolle Figuren und dann sieht das natürlich Figur, ja, und dann sieht das natürlich schon richtig klasse aus. Für den Sommer ein richtig toller Hingucker. Ja, und natürlich habe ich meinem Enkele, die ist jetzt 7, habe ich auch eins gehäkelt. Ja, es ist gehäkelt. Und falls ihr mal so Anregungen sucht oder so auf Pinterest, findet ihr jede Menge. Einfach mal Crop Top eingeben und also da werdet ihr wirklich erschlagen mit Anleitungen oder besser gesagt mit Vorschlägen. Sind ja nicht immer Anleitungen, aber ich finde, da reicht einfach ein Bild und dann kann man das so nachregeln. Und so habe ich es auch mit dem hier gemacht. Ja, ist das jetzt herzig? Da ist auch für den Hals, da habe ich auch mit Perlen. Eben. Das ist eben gerade so ein Teil, eben so ein Dreieck im Prinzip. Hinter, auf, ich wollte mir so, ja, das ist praktisch wie so ein Dreieck, vorne hat man ein kleines Muster, habe ein kleines Muster reingekegelt, das ist jetzt ein Verlaufsbobbel gewesen, ja, habe ich dann mit Picots habe ich es umhäkelt. Das Ganze, ich finde, das macht im Häkelteil, also in solche Sachen, einfach nur ein bisschen wenig was her. Oder auch am Strickteil oder so, am Hals oder so. Da finde ich das richtig klasse, wenn man so Picots drumherum hat. Ja, da hoffe ich, dass es passt, aber das ist auch so ein Zärtele wie ihre Mama. So richtig schlankes Mädle. Ich denke, das passt ihr auf jeden Fall. Das hat so richtig Spaß gemacht. Also da könnte ich ja in Produktion gehen, aber langsam. Ja, Crop Tops gehäkelt. Und wie gesagt, auch für sowas findet ihr auf Pinterest. Also gerade für Kinder, für Mädels oder Kinder einfach. Findet da auch richtig tolle Sache, wo ihr nachhäkeln könnt. So, das war jetzt mal das Gehäkelte, ja, genau. Ja, genau. Dann gibt es noch Socke. Und zwar sind, ich weiß gar nicht, habe ich die jetzt mal schon gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur einer gezeigt. Genau. Ja, stimmt, ich habe die andere gezeigt. Und das sind die Ringelsocke vom Ringelsocke Karl, Zauberball Karl. Habe ich ein paar Socke in Größe 37. Genau, das ist einmal die Orangerie gewesen und einmal Lockstoff. In vierfach Schoppelwolle und da habe ich gewechselt alle 5 Reihe. Ja, ach ja, genau, da habe ich ja gesagt, bei dem habe ich euch schon gezeigt
und dass ich da ein wenig mehr Flieder drin haben wollte. Und ja, so war es denn auch. Da ist ein bisschen mehr Flieder drin. Aber ich finde sie klasse. Sie sind unterschiedlich, aber doch, man weiß, dass sie zusammengehören und ich stehe sowieso auf so Sachen. Ja, das ist mein normales Steno-Rezept. Das habe ich euch ja auch schon ein paar Mal gesagt. Da habe ich 20 Reihe habe ich da gemacht, zwei rechts, zwei links und habe eigentlich von Anfang an kringelt alle 5 Reihe, 20 Reihe. Dann habe ich Herzchenferse und meine Bandspitze. Ja, Zauberball. Ringelsocken, Zauberball, Karl oder wie auch immer. Ich Wenn man, der Hashtag, das ist ja so, man vergisst die Sache meist, man hat es ja eigentlich als Vorlage, gibt der Hashtag ein und fängt mit dem Anfang an und da hat man ja das Wort und ich vergiss das jedes Mal, wie das, ich muss nochmal reinschauen, ob ich es finde. Das ist doch immer, heieieiei. Na, da ist es nicht. Oh je. So, Instagram. Jetzt bin ich in Instagram drinnen. Da wären wir doch gerade mal schauen, wie der Hashtag heißt. Menschenskinder. Das ist immer so eine Sache. Zauberball, Ringelsocken, Karl. Habe ich es doch richtig gehabt vorher, glaube ich. Ja, habe ich. Ja, das ist von Dani Werkelt, Mima Knit Stitch and Stitch und Angie Socken initiiert. So, das ist die Nummer 1. An Socke. Größe 37 habe ich schon gesagt. Ich stricke meine Socke alle mit 2,5er. Und das war auch das Problem. Ihr wisst doch noch diese seitlich gestrickte Socke, wo ich diese Lindal Crow Socks von Wölden Design, wo so quer gestrickt wäre, wo so wahnsinnig tolle Muster gibt. Und da hat sie ja angegeben, ich soll es, oder man soll es mit 1,5er stricken. Ich habe keine 1,5er. Aber ich denke, komm, so schlimm wird es nicht wäre. Und habe es normal mit 2,5er gestrickt. Und jetzt habe ich da, ich habe da mal ein Bild gemacht. Ich werde es da mal einblenden, wenn es funktioniert. Habe es an meinem Mann seinen Fuß gehalten. Also Bigfoot ist er noch nicht. Also so viel, mindestens so viel war es zu lang. Und natürlich hat es mein Mann geribbelt. Er ribbelt es ja immer. Und ja, aber er wünscht sich natürlich schon noch solche. Ich habe es ja auch wie ihm gekauft. Also da werde ich mal schauen, dass ich vielleicht irgendwie, ich muss mal gucken, ich habe Rundstricknadel in. Ich habe keine Ahnung, ob es 1,5er oder 2er ist, aber da werde ich es halt nochmal probieren. Also das hat sich momentan mal erledigt. Ich werde das dann wahrscheinlich im Herbst nochmal in Angriff nehmen. Ja, so, dann sind nochmal ein paar Socken fertig worden. Die sind gerade gestern fertig worden. Die waren da auch schon ein bisschen länger gelegen. Und zwar diese Schönheiten. Oh, die gefallen mir. Die gefallen mir richtig gut. Die wollte ich ja eigentlich für mich stricken, aber jetzt sind sie mir doch ein bisschen zu groß. Jetzt kommen sie in Spende, Geschenkekiste. Mal schauen. Ich denke, das wird was so für eine Mama oder so, dass ich die Spende tue. Ja. Da habe ich auch wieder abgesetzt. Da habe ich diesmal die Fischlips Kiss Heel gestrickt. Die mache ich dann auch mal gern, wenn ich mit Farbverlauf behalte will. Nehme ich immer gerne mal, mache ich die Ferse. Spitze habe ich auch abgesetzt.
Das ist jetzt eine Größe 38, 39 war er. Ja, ein schön hohes Röhrle. Und das war die Super Socks Color von Langjans. Ja, und das ist die Farbe, die hat eine ziemlich lange. 901 0200 ist die Farbnummer. Langjans, ja. Und die andere, da habe ich leider keine Banderole mehr, das war eine Opal. Die haben ja jetzt auch 50 Gramm Knäuel. Und das finde ich richtig toll. Ja, in so einem schönen Rosé. Ja, das war Paar Nummer 2. Aber wie gesagt, die sind schon, einer war schon länger und der andere angestrickt. Und dann geht es eigentlich den Ratzfatz. Und Paar Nummer 3, das war wieder ein Teststrick für Strickmade bei Anja. Ihr findet sie unter Crazy Pattern und zwar wieder Sneaker. Ein ganz tolles Design, also das gerade das Bündchen oben finde ich so klasse. Das hat sie mal richtig toll gemacht und dann eben, ja, so kann man sehen. Ja. Da ist dann mit dem kleinen Rollrand hier und das Bündchen und nach vorne. Ja, die bleibt bei mir. Auch schon alleinig wegen der Wolle, das ist mal wegen was Besonderes. Die habe ich schon sehr lange in meinem Stash Kit. Und zwar ist es die, mal gucken, kann man das so sehen? Jederbock oder Jederbock von Coulinette. Das ist so ein Hide, wie so ein gedrehtes. Also die ist richtig klasse, die ist schon ein bisschen dicker, die hat auch weniger Lauflänge. Genau, die hat, das sind 110 Gramm Gewässer, 291 Meter. Also sie ist auch ein bisschen dicker. Wobei ich habe sie auch mit 2,5 Nadel gestrickt, da ging das richtig gut. Ja, schon eine tolle Farbe. Ja, mal schauen, der Rest wahrscheinlich irgendwie Ringelsocke oder so, weil für mehr wird es nicht mehr reichen. Also für ganze Socke wird es nicht mehr reichen, aber schauen wir mal. Ja. Und die Socke heißt Socken Monika. Monika, ja. Findet ihr auf Crazy Pattern. Ach ja, der zweite, der für den Rollrand und für die Spitze, das war eine Wolle Rödel. Die vierfach verstärkte, die gibt es leider nicht mehr, weil die war wirklich genial. Weil die war ein bisschen dicker wie die normale vierfach. Und vierfach verstärkt, das ist, glaube ich, ein Faden mehr drin oder keine Ahnung. Aber die war wirklich genial. Da habe ich eine Socke, die haltet wirklich richtig gut. Ja. Monika. So, dann war es das mit dem Fertigen. War ja einiges in 2 Wochen. Ja, bin zufrieden. Dann legen wir, machen wir, oder weiß, legen wir, machen weiter. Im Übrigen, solche Sachen mache ich denn auch, gell? Aber mehr schlecht wie recht. Aber für mich, für den Hausgebrauch, ja, mein Label, für den Hausgebrauch reicht mir das.
Nee, habe ich es nicht so. Ja. Denn für die Crazy Zauberballringe Sockelkahl habe ich nochmal ein Pärli angestrickt und da bin ich echt wahnsinnig begeistert. Könnt ihr das Bling Bling sehen? Ich weiß nicht, kann man sehen? Ah, ja, weiß ich nicht. Ich sehe es nicht, aber vielleicht seht ihr. Und zwar liegt es an dem hier. Eine Neon-Glitter oder Silber mit Silber-Effekt, die habe ich im Werksverkauf bei Opal, habe ich die bekommen. In Pink und in Schwarz habe ich sie noch, weil ich da schon mal gefragt worden bin, wo ich die her habe. Also ich weiß nicht, ob sie es online, ob man die online bekommt, so viel ich weiß nicht, aber eben im Werksverkauf. Ja, da kann man den Glitter sehen. Bling, bling. Ja, und die verstricke ich mit der Wolke 8. Oh, das ist auch, das sind halt, oh, so wunderschöne Farbe. Und das kommt richtig. Oh, habe ich. Machen wir doch mal so rum, wenn das da hin. Ja. Ich glaube, da tue ich es auch gerade wechseln, der Farbwechsel, ja. Mal gucken, kann man es sehen. Also, es gibt zwar da, aber das kann man dann nachher, wenn man es anfeuchtet, ist das weg. Aber man sieht also kaum einen Farbübergang. Ja. Also dieser Versatz, wo es da immer gern gibt. Und zwar mache ich das so, wenn ich die nächste Farbe nehme, mache ich einen Umschlag. Und strick normal weiter. Und wenn ich dann vorne wieder ankomme bin, lasse ich den Umschlag fallen. So zieht sich das schön hin und strick ganz normal weiter. Also ich steche nicht unter ein oder es gibt ja verschiedene Sachen. Aber nur alleinig durch den Umschlag bildet sich die Masche schön zurück. Also den zieht sich da nichts und. Also ich bin so zufrieden. Klar, man sieht, ein bisschen sieht man auf jeden Fall, wenn man genau hinschaut. Aber ich finde die Methode einfach am besten. Gefällt mir am besten. Ja, und da mache ich das so, dass ich Zauberball nehme ich 5 Reihe und vom Opal stricke ich 4 Reihe. Da möchte ich jetzt die Tage dann auch mal weitermachen. Dann habe ich noch was angestrickt und zwar im Zuge von Freiweib und 161 Masche, ja, so heißt sie auf Instagram. Die macht einen strikt Stinuskahl. Das haben sie ja schon mal gemacht und das finde ich ja sowieso. Ich stricke wahnsinnig gern Stinus sowieso. Weil ich denke mir, Mustersocke ist zwar klasse und toll und alles, sieht toll aus, aber im Schuh sieht es ja eh keiner. Drum eigentlich, für mich sind am bequemsten Stinos. Und drum habe ich gedacht, da mache ich auf jeden Fall mit. Und da ist jetzt ein Socke schon fertig, der hat fertig war. Die Henne am 1.6. hat der Karl begonnen. Ja. Da ist jetzt ein Stino und zwar ist das vom neuesten Opal-Abo vom Mai und ich bin begeistert. Also die Farbe, die finde ich mal wieder so richtig klasse. Hat auch nicht so einen langen Rapport. Man sieht eigentlich wirklich gleich, wo man anfangen kann. Da ist jetzt ein Single und der muss natürlich verpaart werden. Da bin ich soweit. Ja, da zeige ich denn euch auch gerade mal die Wolle dazu. Das war über aus dem Opal-Abo. Ja, richtig tolle Farbe. Ich meine, aus dem Abo hat mir jetzt diesmal nicht alles so gefallen, aber
Ja, man kann ja immer alles haben. Entschuldigung, mal einen Schluck Kaffee. Ja, und dazu nehme ich hier das Hellblau für Ferse und Spitze. Ja. Und zwar, das ist jetzt eine Sockenwolle vom Aldi, glaubt gewesen, ja. Dann ist das, räumen wir mal das weg. Und dann habe ich eigentlich nur noch ein paar Socken auf der Nase. War ist ein paar Socken? Frage, schreib mir das mal unten hin. Habt ihr mal Interesse, meine Socken wips zu sehen? Das gibt auf jeden Fall eine ganze Folge, wenn nicht sogar etwas länger, weil ich habe mal jetzt alles zusammengeräumt. Und habe überlegt, ob ich heute schon so eine, aber habe gedacht, nee, ich frage euch erst mal, ob ihr überhaupt Interesse daran habt, weil es sind schon noch ein paar. Ich müsste mal zählen, ich habe es jetzt neu gezählt, ich habe es zusammengeräumt, aber zählt habe ich mich nicht traut. Ja. Nee, aber falls ihr mal Interesse habt, dann würde ich mal so zwischendrin irgendwie, wenn ich Zeit habe, mal so. Socke, Wips, UFO, nein, UFOs sind es ja nicht, weil, ja, ein paar UFO, doch, zwei, drei UFOs sind dabei. Aber falls euch das interessiert, schreibt es mir doch mal unter rein. Ja, und vielen Dank. Also, ich bin wirklich überwältigt, immer wieder, wenn ich reinschaue, wie viele neue Abonnente und eure liebe Kommentare, ich beantworte nicht immer alle, aber ich versuch's. Also ich lies alle, definitiv, ich lies alle, aber manchmal vergiss ich es dann auch zu antworten. Ich denke, ich antworte und dann habe ich es vergessen, aber lesen tue ich definitiv alle. Danke, ich danke euch. Also ihr seid Wahnsinn, ihr seid der Hammer. Und dann nochmal was, ihr findet mich auf Rave. Ich sage nicht mehr Rave, ich kann das Wort, es ist eine Katastrophe für mich. Unter Rave oder Instagram findet ihr mich unter Betty Stritt. Ja, ich musste so lachen. Ich glaube, wer war es? Ah, wer war es denn? Marina, wie heißt ihr Kanal? Oh, sorry, Marina. Wolle um Meer, glaube ich. Irgendwas mit Meer. Er hat es jetzt auch schon angenommen. Ich glaube, sie war es. Also es waren schon einige, wo das schon gesagt haben. Ich bin ja froh. Also, wie kann man auch so ein Wort? Das hat ja nicht mal eine Bedeutung. Ja, naja, egal. Rede mal nicht mit drüber. So ein Socker, genau da war ich. Da war ich. Und zwar ist ja der Primond. Wie spricht man das aus? Primond. Primond. Und da habe ich gedacht, da bin ich auch wieder dabei. Ich mag es ja bunt, ich bin ja bunt, eigentlich. Und da stricke ich mal dieses Schätzchen an. Oh, das knallt. Das ist der Paradiesvogel Wildernd von Monika. Ja. Von Monika Görich. Und zwar ätherische Öle um Meer. Und da müsst ihr mal in den Shop gehen. Also die, so geniale Sockenwolle und so genial Wildernd. Das ist jetzt die Merino High Twist, vierfach. Und die hat 400 Meter auf 100 Gramm. Paradiesvogel Wildernd. Genau. Monika Görich. Ja, und das ist einfach schon alleinig der Strang und jetzt der Knäuel und
gestrickt. Also es ist so genial. Das ist doch richtig passend, der Paradiesvogel. Ja, da komme ich jetzt bald zur Ferse. Es dauert noch ein bisschen, weil ich möchte sie ja wieder ein wenig länger haben. Weil da möchte ich die Wolle wirklich, ich möchte es ausnutzen, so lang wie möglich. Dann habe ich noch zwei Sachen. Und zwar Pullis. Zum einen mein Cumulus Blues Onek von Petit Knit. Da habe ich ein bisschen weiter gestrickt, aber ja. Da bin ich jetzt so weit. Wo war ich denn? Ich habe doch irgendwo. Ja, genau, da war ich letztes Mal. Und da ist schon, ja, schon einiges dazugekommen. Ich habe Verbunde unter der Body. Oh, das ist ja schon grell. Wow, so grell ist es. Da habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Nee, das ist nicht so grell. Aber egal, da kann ich mir lang drüber aufregen. Dass... Nein, ich reg mich ja nicht auf, aber drüber schwätze, es wird nicht besser. Das bleibt und so hell. Vielleicht einmal, wenn man es fotografiert, denn ja, da freue ich mich auch drauf. Am Grüne habe ich nicht weitergemacht, weil das ist ja mit Mohair. Und im Moment hat mich das ein bisschen wenig in der Nase, weil ich vermute euch, dass ich Heuschnupfen habe. Ich bin ständig am Niese und huste und ja, vermute ich mal schwer jetzt. Obwohl ich mich schon mal testen lassen habe und anscheinend nicht, aber ich glaub's nicht. Ist ja egal. Ja, auf jeden Fall, eben, das Mohair, das hat mich dann immer noch ein bisschen wenn gereizt. Und darum liegt es jetzt im Moment mal. Mein Tragekammer ist ja bei den Temperaturen eh nicht. Jetzt habe ich was im Auge. Oh oh. Ja. Dann habe ich mir nochmal so ein dicke Pulli, was heißt dicke Pulli, so ein Baumwollpulli angeschlagen. Da, wo ich ja der Rosane euch schon gezeigt habe. Der ist jetzt mittlerweile so weit. Also von der Art her genau gleich. RVO. Ja. Bisschen höher hinter mit verkürzter Reihe. So, kurz hin. Ja, genau. Mit verkürzter Reihe. Die Linksreihe habe ich wieder mit dem Sockengarn. Das ist dreifädig, drei verschiedene Baumwollgarne wieder. Das ist einmal hier das Cotton Viskose Leine von Schachemeier. Da habe ich nur das, weil das war vom Werksverkauf. Aber ja, da habe ich ja nur 5 Knäuel übrig. Und da habe ich denkt, da habe ich das rein. Dann ist drinne, ja, das ist das Sockengarn. Das ist von mir selber gefärbt. Und dann die Sportprint DK von Rödel. Eben der Farbe. Das ist die Farbe. Ich glaube, die gibt es noch. 006. Und natürlich. Die verbrauche ich jetzt. Da habe ich ja wirklich noch so viel. Ich glaube, da bis an mein Lebensende. Also von dem Häkelgarn. Aber ich finde es so toll, dass man das auch mit dem normalen Garn, dass es ein wenig mehr Stabilität hat. Ja. In dem Grau. Und das wird über dreifädig wieder. Und es geht ja schnell. Das sind Achternadler. Ja, Achternadel. Jo.
Was gibt's nur dazu zum Sage? Nix mehr. Das sage ich euch dann, wenn ich fertig bin. So. Dann war's das eigentlich. Ja. Und ja, wie gesagt, falls ihr Interesse habt an meine Wips, an Socke, also vor allen Dingen Socke-Wips. Ah, jetzt sehe ich gerade. Tada! Den habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Das ist mein. So, wartet. Wartet. Sorry, sorry, sorry. Ah, von wem war denn das? Von wem war denn das? Da sind wir. Meine Projekte. Ich bin jetzt gerade bei Rave. Und da ist es angeklickt. Das habe ich letztes Jahr gestrickt. Genau, Peacock Tee. Peacock Tee, das ist von Lene Holm, Samsö. Samsö. Ja, ich denke mal, ihr wisst wer, Lene Holm, Samsö. Und ja, das habe ich gestrickt mit der Rico Design Fashion Flow. Ich glaube aber, die gibt es nicht mehr. Muss auch sagen, das Garn an sich war nicht so toll. Es war sehr stretchy, also, und hat auch vom Maschebild, es war ziemlich unruhig. Man sieht es im Auge. Und man bleibt auch gern hängen. Schaut. Ah, oh, furchtbar. Habe ich da ein Häkle? Ah, da muss ich winken, ja. Eben, wie gesagt, also, es ist okay, aber ich würde sie für sowas nicht mehr nehmen. Aber ich glaube, sie gibt es auch gar nicht mehr. Ja. Also, den möchte ich auf jeden Fall auch nochmal, weil ich liebe ja Pfauenmuster. Ich habe früher so oft, hätte man ja da einfach nur hochgestrickt und zusammengenäht und dann hat man einen Pfauenmuster-Top gehabt. Und da möchte ich auf jeden Fall nochmal eins vielleicht mit längeren Ärmeln machen. Ja. Pia Kukti. Pfauenfeder. Müsste doch heißen, oder? Auf Deutsch. Okay, das war's dann. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare, ob es euch interessiert. Gibt eine längere Folge denn. Und dann sage ich Tschüss, bleibt gesund. Bye bye. Bis dann.